Hallo Leute, ich begrüße euch wieder mal zu einer Runde FIFA 13. Es geht weiter bei uns in der Bundesliga. Oh, die letzte Transferrunde beginnt schon wieder. Da müssten wir eigentlich nochmal kurz gucken, ob wir irgendwie... So. 80er Tribut. 90. Kann ich das Alter auch bestimmen? Maximalalter. Mach mal 28. So, und dann suchen wir mal, ob wir hier einen guten Stürmer finden. Hoppala, ich wollte einen Stürmer. Defensiv, Mittelfeld, Angriff. So. Preis ist mir momentan noch egal. Boah. Ja, momentan. Ich hätte gern was Billiges. Oh, von Bayern. Das ist natürlich auch schön. Aber die Spieler sind fast ein bisschen teuer. Aber fast nur ein bisschen. 10 Mille, so viel Geld haben wir leider nicht. Müssen wir die Tribute ein bisschen runterschrauben. Ein bisschen was für unser Budget suchen. Unbedingt billiger werden tun sie auch nicht. 7 Mille, fast. 8 Mille, 6,5 Mille. Eieiei. Kriege ich da kein... Schnäppchen. Der ist 26. Den 26-Jährigen muss ich mal jetzt kurz mal merken. Aber für den Sturm brauchen wir einfach mal Leute, weil wenn uns doch auf einmal jemand ausfällt, dann sind wir hier sehr angeschissen. Nee, so schaut schlecht aus. Oh. 3,6 Millionen, eine 75er Quote. Ja, sehr schöner Durchschnitt. Schnitt. Wo, was geben wir denen? Machen wir eine gerade Ding draus, machen wir 4 Mille. So, Angebot absenden, mal gucken. Er ist schön jung, vielleicht wird er noch besser. So, und jetzt geht's weiter hier. Wir haben 50 Punkte, wir sind 13 Punkte vorne. Das ist natürlich sehr, sehr gut für uns. Also da haben wir schon einen ziemlichen Vorsprung geschafft. So, jetzt geht's gegen Ingolstadt. Natürlich auch sehr interessant, diese Partie. Eigentlich nicht, die haben zwei Niederlagen und einen Unentschieden die letzten Male gehabt. Und einen angekratzten. Naja, aber die wollen viel. Hoppala. Das dürfen wir auch mal hinbekommen. Ah, gerade noch in die Tonne gegangen. Hey. Schöner Treffer. Ach komm, ey. Die Übungen, die sind echt scheiße. So, was ist denn das jetzt? Hallo? Der geht wieder. Ey, ich hab die Scheiße getroffen. Alter. Versau ich's mir jetzt, wo ich so gut angefangen hab? Ich hab doch dreimal. Egal. Wir spielen jetzt gegen Ingolstadt. 60 ist mal wieder daheim. Da freuen sich die Fans. Sie wollen 60 natürlich live in Action sehen. Daheme.
So, und natürlich auch früh in Führung gehen, wenn es die Möglichkeit der Möglichkeit entspricht. Wo ist denn der jetzt zum Kopfball hingesprungen? Das ist eine gute Frage. Au. Ah, das ist abseits. Kann man nichts machen. Ist aber auch wurscht. So. 60 weiter im Vormarsch. Immer schön über die Mitte. Ah. Aber leider die Pässe wieder zu ungenau. Ich soll mal Ruhe walten lassen. Nicht, dass sie hier was zu schnell machen. Oder einfach nur überhastet reagieren. Weil so können natürlich auch keine Chancen entstehen. Aus der Drehung raus. Und Pfosten und Tor. Zeit ist geworden, dass der Pfosten uns auch mal hilft und nicht immer nur hinderlich im Weg rumsteht. So, 1:0, 11. Minute. Ingolstadt guckt blöd. Natürlich war das irgendwo wieder klar, dass 60 hier früh in Führung gehen will, um natürlich die Gegner hier ja, aus dem Konzept zu bringen. Oh, da hätte es beinahe schon wieder geläutet im Ingolstädter Tor. Autos können sie ja bauen, aber Fußball spielen nicht unbedingt heute. Heute zumindest. Soll nicht heißen, dass Ingolstadt scheiße spielt. Aber heute läuft es nicht. Würde ich mal behaupten. So. Ingolstadt jetzt mal mit dem Ball unterwegs. Wie lang ist halt die Frage? 60 hat natürlich was dagegen, dass sie lang den Ball haben. So. Geklärt. Zwar im 16-Meter-Raum erst, aber geklärt ist geklärt. Au. Einfach mal stehen geblieben. Aber 60 kombiniert heute schön. Kämpft um jeden Ball. So, Havlov muss jetzt sich ein bisschen ausruhen. Nicht, dass er gleich total ausgepumpt ist. Aber er macht wieder ein gutes Spiel. Das tut er wirklich. Macht er eigentlich immer. Oh. Schöne Aktion, aber leider kein Abschluss für 60. So, jetzt Ingolstadt nicht groß werden lassen. So, Zwei-Mann-Deckung. Kommt schon, Leute. So, da hat sich 60 den Ball geholt. So, weiter hier nach vorn. Schön nach vorn gespielt, aber da ist der Ingolstädter Abwehrspieler ein bisschen schneller. Hilft ihnen aber auch nicht viel. So, 60 geht natürlich schon wieder nach vorn. Kommt aber an der Abwehr wieder nicht vorbei. Vielleicht mal wieder einen Distanzschuss wagen. Vielleicht läutet es ja wieder. Was war denn das für eine Slapstick-Nummer? Legt sich selber auf die Fresse bei einer Attacke. Ich habe nicht mal gegrätscht. So. Jetzt hier wieder durch. Durch die Mitte. So. Oh. Ingolstadt jetzt will sich was aufbauen. Schaffen sie es? Ja, bis jetzt sieht es gut aus für Ingolstadt, dass sie was aufbauen. Aber da haben die 60er den Ball. Einfach mal draufgezogen. Leider ohne Erfolg. Weit übers Tor. Weit übers Tor, 5 Paraden, das halte ich für ein Gerücht. Weil das war jetzt gerade keine Parade. Ja, genau.
führt das Ding aus. Danke. Wir wollen ja hier im Spielfluss bleiben. Nicht, dass wir hier kalt werden. Hier erkalten. Ah, der Pass, den hätte ich mir zweimal überlegen müssen, ob ich den spiele oder nicht. So, aber jetzt ist erstmal Halbzeit. Halbzeit ist die schönste Zeit. Und dann heißt es, wir haben die Hälfte durch. Und wir können es weiter probieren. Ingolstädter ein bisschen ins Schwitzen zu bringen. Es kann ja die 60 am besten den Gegner ins Schwitzen bringen. So. Er gibt raus. Und au. Oh, Außennetz. Blöd gelaufen. 60 bringt wieder gerade 73% der Pässe durch. Aber das machen die aggressiven Pässe nach vorn aus. Die gehen halt gern mal, ja, daneben. Wenn ich hier jetzt so klein, klein rumspielen würde, hätte ich auch eine bessere Passstatistik normalerweise. Aber ich orientiere mich lieber nach vorn. Wenig Anspielstationen und rein mit dem Ding. So ist mein liebstes Hobby. Oder die Dinger zu versenken. So laufen wir auch mit 60 am besten. So, unsere Abwehr funktioniert. Hat Ingolstadt mal wieder ausgiebig getestet. Ab und zu muss so ein Warntest auch mal her. So, 60 mit einem Einwurf. So, aber jetzt gehen wir erstmal her und gucken in den Kader. Machen wir hier mal große Umstellung. Ein paar Junge ein bisschen länger spielen lassen. So, Vollmann, rechtes Mittelfeld gegen Hafler. So, und natürlich Tomasov gegen Blanco. So, weiter und fortsetzen. Da haben wir was vor, da wollen wir die Jugend einfach ein bisschen fördern. Und das gehört wohl dazu. Und ohne Spielpraxis rosten natürlich die Leute ein. Das will ich natürlich auch nicht. Oh, wer wechselt mehr aus? 3 gegen 2 Auswechslungen, das ist auch geil. Haben wir halt alle auf einmal durchgebracht, alle Wechselmöglichkeiten. Oh. Leider verdattelt den Ball. So, jetzt probieren wir es hier durch. Nein. Nochmal alles auf Anfang. Nochmal alles schön aufbauen. Ah. Ah, das gibt's nicht. Da wirft sich gerade noch der Spieler von Ingolstadt dazwischen. Hilft ja nicht. Kommt vor. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier nochmal durchkommen. Na, da wird Ingolstadt ein bisschen aggressiver. So, da haben wir auch den Ball schon wieder. 60 natürlich immer schön am Stören. So, Ofrata. Ofrata immer noch, er geht durch. Au, aber zum Schluss waren es einfach zu viele. Da konnte nichts mehr gehen. Ah, was war denn das für ein Pass? Voll das lausige Ding. So, 60. Will mehr. Kann auch mehr, das wissen wir. Deswegen, oh, schöne Situation. Ah, hätte er vielleicht zum Tor köpfen müssen. So, 60, immer noch heiß dieser Ball. Oh. Gut, der Winkel war einfach zu klein.
dass man den durchbringen hätte können. 77. Minute schon durch und 60 immer noch 1:0 hinten. Vorn, Entschuldigung. Oh, jetzt habe ich mich kurz selber geschockt. Da, er verspringt ihm der Ball. Aber das darf einem jungen Spieler natürlich passieren. Er hat halt noch nicht die Erfahrung. So. Ingolstadt schön ausgebremst. Nicht, dass hier was gefährlich wird. Schön die Lücke ausgenutzt. Hat er sich nochmal schön umgeguckt. Wenn der Mitspieler einen Schritt schneller gewesen wäre, hätte es vielleicht besser ausgehen können. Hätte es ein Happy Ending gegeben. Kommt halt nicht immer vor. So. Jetzt machen wir hier mal das Spiel wieder ein bisschen schneller. Vielleicht kommen wir hier ja durch. So, Offrater kämpft hier um den Ball, aber leider vergebens. So, aber 60 nochmal. Hier in der Nachspielzeit mit dem Vorstoß. Da kommt er nicht durch. Oh, wer hinkt hier, wer hinkt hier? Ach, das Spiel wird eh gleich abgepfiffen. Ich hoffe, er hat sich nicht zu viel getan. Aber 60 hat gewonnen. 1:0 gegen Ingolstadt. Verdient. Mehr oder weniger, weil sie doch gutes Pressing nach vorn gemacht haben. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen. Ich gebe zurück ins Studio. Ciao, bis zum nächsten Mal.